Kannst du laut sagen. Ja. Es ist am Anfang so unübersichtlich, ey. Ja, finde ich allerdings auch. Ja gut, aber ich bin jetzt auch mal pennen, ne? Ich sag mal gute Nacht und viel Spaß noch. Nö, ich hab erst schon 9:30. User disconnected from your channel. Machst du jetzt durch oder was? Keine Ahnung, wie lustig ich bin. Wahrscheinlich nicht. Reicht es, wenn ich einfach nur durchrenne oder alles weg? Ich hab keine Ahnung, was das Ziel ist. Komm, du wolltest doch sterben. Willst du da lebend ankommen? Ach, komm immer lebend an, das ist nicht. So, jetzt haben wir nochmal einen Speedboost. Das ist nicht das Ding. Lebend komme ich immer an. Irgendwie. Das ist halt nochmal bei Level 100 und mehr. Das ist eigentlich das Ziel. Den Typ da blöden. Das ist einfach nur, weil sie anders bewegen als du. Hä? Achso. Nee, ich hab's. Soon the worm will be in your spine, and I will control this. Ich hab mal ein ähnliches Spiel gespielt, da war ich richtig super drin. So, es ist eine Frage der Zeit, dass ich hier richtig top drin bin. Kann aber nicht allzu lange dauern. Oh, sie schießen kannst du. Hast du Diablo gespielt? Habe ich jetzt mal angefangen. Okay. Ja gut. Ich weiß nicht, ob du Ahnung hast, wie man da richtig farmt. Ja, okay. Ja. Zockst du Season oder was zockst du? Season natürlich. Ja gut. Wenn du willst, welches Paradoxon bist du? Ja, okay, wenn du willst, kann ich dich mal ein bisschen ziehen. Ja, T10 kannst du wahrscheinlich noch nicht. T10 kannst du wahrscheinlich noch nicht spielen, oder? Hm? T10 kannst du wahrscheinlich noch nicht spielen, wa? Nee. T10? Qual 10. Achso, ja doch. Qual 10 irgendwie schon. Nicht so richtig, aber irgendwie schon. Ja, irgendwie schon. Nein, nein, pass auf. Qual 10 heißt, dass du so alles so one-shottest ungefähr. Achso. Wenn du es richtig spielen kannst, bin so. Ich noch nicht, aber, Nee, dann solltest du. Du solltest immer so spielen, dass du nicht langsam bist. Du solltest immer so die Schwierigkeit genau so hoch haben, so ziemlich alles so One- oder Two-Shot ist so, oder für halt Gruppen so ein bisschen länger halt, ne? So vielleicht 6, 7, 8, 9, 10 Schuss oder so. Ja, ein Freund von mir hat mich hochgezogen und da haben wir Qual 10 angefangen und ja, wenn ich jetzt immer bei jemandem. Welchen Charakter spielst du? Ich spiele, warte, was war das, den Priester, oder wie heißt das hier, den Templar mit den Doppelwaffen. Baba? Nee, nicht den Kreuzritter. Kreuzritter, genau. So, und Kreuzritter. Wenn ich jetzt direkt, sagen wir mal, in etwa an deiner Seite bleiben würde und mit dir Seite an Seite laufe, dann habe ich auch kein Problem. Dann überlebe ich den Scheiß auch, sagen wir mal, größtenteils. Ja. Dann bin ich auch gut, so kann man das nennen oder so. Aber. Alter. Wo geht's denn weiter? Ich hab's nicht gefunden. Ja, guck mal. So, da. War ich vorbei zum Ausgang. Ging aber jetzt schnell. Ja, gut. Bei mir befindet sich sowieso nie etwas. Wie viel Toughness hast du denn ungefähr so? Weißt du das aus dem Kopf? Nee. Okay. Ich hab eigentlich gar keine Heilung, weil. Ich hab's Game gekauft
Und dann dachte man, ja, komm, wir spielen. Ich hab's eigentlich weil mehrere von meinen Freunden das Spiel haben. Und ich mir das aus demselben Grund geholt habe wie damals GTA 5. Einfach weil voll viele das haben und voll viele spielen. So. Ja. Und dachte mir, okay, mit Freunden macht's dann bestimmt Spaß. Es macht auch in dem Sinne einen gewissen Spaß. Wenn, aber nur wenn. So, nächste Mission. Boah, GTA hat richtig Spaß gemacht. Wir haben diese 10 Millionen Quests gemacht, weißt du? Wo du alle Missionen hintereinander durch, alle Heists, ohne zu kryptieren, auf hart. Wo geht's weiter? Ja, erstmal muss er sein Ding einsetzen. Okay, ist fertig. Boundary restored. So, was haben wir denn? Jetzt müsste ich die Quest endlich spielen können. So, Codex. Our component storage has been looted as well. Hey, die Mission ist immer noch nicht vorbei für deinen Arkwing. Es fehlt mir über Falle das Korpus Rohstoff verstärkt. Ja, selbe Art wie gerade eben, aber auf die Sternkarte Mission anwählen, genauso wie vorher auch. Das konnte ich mir selbst denken. So, jetzt steh mal hier an. Komm. Weil ich will jetzt vorankommen. Da will ich jetzt zack, zack, zack durchballern. Ist manchmal ein bisschen buggy, drückst du ESC und gehst dann auf Sternkarte. Genau. Du musst auch nicht unbedingt in dem Schiff rumlaufen, du kannst alles über Escape anwählen. Das stimmt. Hoppala. Mahlzeit. Alter. Ich merke, dass ich alles von einem Game ins nächste schleppe, das ist irgendwie langsam ätzend. Habe ich schon langsam so genauso den Stress-Button drinne wie drüben hier unser. Wer war's denn? Nee, Ratchet war's nicht, war ein anderer. Ah, das gute Sole Vita Sauf. Was? Sole Vita Sauf? Ach, ich hab hier einfach was zu trinken, es ist von Sole Vita. Und trinken heißt bei mir immer Sauf. Naja, geh saufen. Was auf? Genau. Barrecke, Krepier. Nur in Dingens. In Dortmund wird halt abgekürzt. Weißt du? Nur der BVB. Ist halt Sauf. Nur der BVB. Naja, Fußballfan bin ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, es ist keiner von uns. Da habe ich nichts mit am Hut. Chris, du bist auch Fußball. Nee, Chris ist schon wieder weg. Ach ne, der ist auch kein Fan. Dem geht's auch immer schon bei. Außer zu WM. Erstmal Formwechsel. Dann das. Ich glaub, irgendein von euch nach. So, ich weiß nicht, wer da noch am Start rumgestanden hat. Ja, am Start stand noch einer rum. Lol, wo war denn das? Ich trat euch so hart. Ich wurde gerade voll zurückgesetzt. Ja, ich weiß. Das ist mir bewusst. Aber ich hatte keine Lust zu laufen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber warte, ich. Bitteschön. Hast du dich geportet oder was? Ja, ich hab dich nach vorne gekickt. Geil. Ja, was spielst du? Loki. Mit welcher Waffe, hä? Ist keine Waffe, das ist meine Fähigkeit. Ja, ne, ich wollte gerade sagen, welche Waffe denn? Hast du die Avengers nie gesehen? Loki kann das auch. Tschüss. Der Trickster-Gott, Mann. Hier, der Trickster aus Supernatural kann das auch. Ist ja in dem... Ja, der Trickster ist witzig, Alter, der will so more. Oder als Abschluss schickt er ihnen eine Porno-DVD mit sich. Ja. was ich nur schade finde eigentlich, die hatten das eigentlich perfekte Ende bei Supernatural. Hä? Was, welches perfekte Ende denn? Wo die aus Sam Satan rausgeholt haben.
Ah, ist das ein perfektes Ende, Alter, wie er danach im Käfig sitzt? Ja, genau, fand ich einfach nur geil. Das hätten sie von mir aus so stehen lassen können. Nein, no fucking way. Ich bin froh, dass es noch weitergeht. Immer ja, noch weitergeht. Ich auch. Supernatural ist eine geile Sendung, obwohl ich finde, dass sich der Kram langsam ein bisschen zieht. Nee, absolut nicht, weil die Story immer plausibel weitergeht. Ja, vor allen Dingen, dass... Und aufeinander aufbaut. Ja, klar. Aber Supernatural, muss man ja auch ehrlich sagen, was die da haben. Kann man jemand mich mal zu euch beamen? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, da oben. Nee, hier lang. Zu mir. Ja, ich renne euch nur noch hinterher. Ich bin gar nicht so schnell. Ja, ich kann dich ja immer ziehen. Ein bisschen. Supernatural, die ganzen Sachen mit den Geistern und so, was die da erzählen. Das basiert ja alles auf uralten Büchern und sowas. Das basiert teilweise auf tatsächlich in Haut geschriebenen Dinger. Naja, auf uralte Bücher und so. Wofür der Typ einfach mal Millionen ausgegeben hat, was die Serie einfach nur stark gefährdet hat. Aber. Ja und? Er hat es geschafft. Darum geht's. Das meine ich nur. Wer im Film bis nichts registriert bei solchen Dingern, der braucht gar nicht rein. Was mich aber aufregt, ist einfach, dass die Animated Series, der Anime, einfach nicht mal endlich auf Deutsch kommt. Was, von Supernatural gibt's Animated? Ja klar, da gibt's ein Anime von. Echt? Ja, guck mal auf. Wie gesehen. Ich kann dir ja nachher einen Link senden, dann kannst du dir das da... Aber ich glaube nicht, dass die Atmosphäre rüberbringen wie die anderen Dinger. Keine Ahnung, soll auf jeden Fall ziemlich cool sein, nach Amazon-Beschreibung. Ja, aber oh, Loki macht so viel Laune. Was macht Laune? Loki. Loki macht Laune, ja. Einfach die ganze Zeit sich rumteleportieren und so ein Scheiß. Ach, weißt du, wer auch Laune macht? Ohne Flachs? Merkel? Fucking Necros. Oh ja, das glaube ich auch. Was du rum? Sein Eins, dein Seelenhieb. Du fliegst erstmal eine Runde. Was ja, das glaube ich. Ah, nein, Trick. Na gut, ich wollte schon lange wieder pennen, ne? Ist egal. Ich hab keinen Termin morgen. Ich will morgen nur anrufen und mal nachhaken. Ey, Leute, was geht? Was ist Phase? Sache? Was ist Phase? Hab ich aber meist. Geil! Ich hab ihn ins Ziel teleportiert, war aber selber noch nicht weg. Cool. Richtig geil. Also, komm her, Bob! Vorbeilaufen. Nächste Mission übrigens gerade wieder anwählen. Kann sein, dass du jetzt was bauen musst. Kann sein. Nee, das kommt noch, glaube ich. Gut, meins vorher sich befreit, ne? Aber ich weiß, wo ich vorher echt mich über. Weil schon mal an, dann kann ich annehmen, weil ich will noch kurz aufstehen. Aufgeregt hab, weil es keine Ahnung. Entlang des Merkur NAV-Segment. Okay. Dings ist jetzt im AFK, ne? Dann im Wach. Wer ist AFK? Ja, wer sagt dir noch? Ich weiß nicht, wer da ist, wenn ich war. Ich will kurz aufstehen, du sollst schon mal anwählen, damit ich annehmen kann. Ja. Okay, dann wähl dich mal an. Deine Alliteration mit Aufstehen und Annehmen war zu viel. Ja. Hat mein Lubi-Gehirn nicht verarbeiten können. Aber für mich war das auch gerade ein bisschen zu viel. Ich hab das auch nicht so ganz gecheckt. Und was soll ich jetzt hier erstmal an der Schmiede machen? Was bauen? Das Segment müsstest du haben eigentlich. Das müsstest du jetzt einfach zur Schmiede gehen und dann da reinschieben können. Die Schmiede ist direkt, wenn du runtergehst. Vom rechts. Rechts, genau. Das Segment hast du einfach in der Hand. Das brauchst du nicht aufheben oder sowas. Das haben wir in der Mission geholt. Das ist quasi in deinem Comic-Inventar. Das zieht er sich aus dem Arschloch raus. Alter, sieht das Schwert krank aus, wenn du da Eisschaden und Gas drin hast. Gib mir Kranke, glaub mir. Mach mal Korrosion zusammen mit Explo. Erstmal direkt einen Former wieder in den Bau schicken.
So. Man baut schon wieder. Ich habe immer noch einen, den Dingens, den it's aber man merkt richtig, dass ich ein Spiel zum anderen Spiel den ganzen Mist rübertrage, ne, momentan. Mir langsam echt auf die Eier. Ja, du bist nachtragend, das ist alles. Was? Ja, wenn du das ins andere Spiel mit rüber nimmst. Dann bin ich deswegen nicht nachtragend, dann komme ich nur einfach nicht von dem ganzen Scheiß los. Das hat nennt man Nachtragen zu tun. Mich an der Muschi kratzen. Okay, jetzt ist, ja, hast du es gerade eingesetzt, jetzt hast du Spiele. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, ist gerade meine Welt zusammengebrochen. Du hast eine Muschi? Die heißt Muschi Minka, ne? Das ist eine Katze. Ja, richtig. Alter, was fliegt denn da für ein Riesenteil an meinem Schiff vorbei? Die kriegen ja irgendwas. Wenn du so als Mann so sitzt und dann zieht sich so deine Boxershorts so einfach immer mehr in den Sack hinein, bis du so eine Muschi hast quasi. Da musst du sagen, ey Leute, ich muss mich mal outen. Ich war ein letztes Jahr zu Karneval, bin ich jetzt draufgegangen. Ich hab's gewusst. Krausstraße. Nur dieses Jahr gehe ich als Alki mal wieder. Mal wieder hier als Alki. Also ohne Verkleidung. Ja. Ich habe keine Gedanken gemacht, mir ist nichts eingefallen, letztes Jahr dann als Tosse zu gehen. Ich habe Alki gratis. Und dann der Vater von meinen Kollegen, also der Stiefvater von meinen Kollegen, hat mich merkwürdig lange sehr viel angemacht. Er hat mir ein Getränk nach dem anderen ausgegeben und meinte Schätzeleien und keine Ahnung was, ey. Alter, wie besoffen war er? Ah, der hatte auf jeden Fall schon gut was in Tuss. Aber, ne, ich musste den, glaube ich, 3 oder 4 Mal sagen, dass ich da bin. Ja, ich sitze gleich wieder. Ich dachte schon, ich hätte jetzt so eine geile andere Farbe, aber komm, ich schau mal mit Google. Ich steh grad einfach nur da, ne? Also, ich komm gleich nach. Mit wem mitzuhalten? Ach, mit mir. Fusel macht Fusel. Ey, Wusel, du sollst doch nicht immer so rennen, ey. Der kommt ja gar nicht hinterher, der Arme. Ach, lass ihn! Ja, das ist meine Angriffsgeschwindigkeit. Ich bewege mich schneller, wenn ich angreife, als wenn ich. als wenn ich renne. Sag mal, die haben den Affen komplett gejagt, ne? Den Penner. Der quatscht ja total dicht. Oh, fick dir eine Fixi einfach nur und halt's mal. Hab die mal alle entwaffnet hier so. Ja, dann hast du die gemacht. Ah, hier müssen Junge. Wir machen. Segment abliefern, okay. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Noch mal hacken oder so? Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ach hier, Segment einsammeln, alles klar. Ich sitze hier einfach nur dämlich drin gerade, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade voll useless, weil es länger dauert als ich dachte. Wenn jetzt mich einer fragen würde, ob ich das genauso ankotze wie euch? Ja. Ja komm, retten wir noch die Kolonisten. Lass sie doch sterben, Kolonisten. Nö. Die fucking Kolonisten. Bestimmt. Deswegen denke ich, wir müssen die retten nehmen. Du hast die Maden gerettet. Wer sitzt denn eigentlich noch bei mir rum? Keiner. Ach, Brody. Ach, keiner. Lass mir den einfach da stehen. Ich muss nur Pizza. Schlitz. Ich bin mir gerade Frühstück.
Muss einfach mal sein, vielleicht hab ich dann besser Laune. Hauptsache, der holt mich einfach mal zurück. Ah ne, halt nicht hier lang, nicht hier lang, nicht hier lang, nicht hier lang. Das Ausgang. Ja, ich wollte halt Plätze tauschen, wa? Warum? Du saß neben deinem eine dicke Frau? War aber gerade ernst gemeint, ne? Nee. Ja, gibt mehrere solche Missionen immer. Die haben wir noch okay, nicht. Okay, den haben wir jetzt. Haben wir. Ist schon down. Jetzt können wir raus. Ey Leute, erinnert mich gleich mal, dass ich wieder meine Sekundärwaffen einpacke. Alles klar, mach ich. Sehe ich vielleicht aus wie dein fucking Terminkalender oder was? Ich bin doch nicht deine Putze. Ey, du bist viel schlimmer, du bist meine Fotze. Ach, toll. Musst du dir damit mir vorhin angeben, ne? Das war ja klar. Du bist noch schlimmer. Du bist meine Schlampe. Oh, die Nisper lassen sich so geil schnell nachladen. Ey, schlimm, schlimm, schlimm. Ich muss mir hier noch den Weg freiräumen. Ja, ne, musst du. Hab ich nicht gemacht. Bin auf durchgerannt. Da war ja nichts mehr. Für den Wookie bin ich nur ein billiger Stück. Wer sagt denn was für billig? Ich hätte auch meinen Vater hören sollen. Und zur Uni gehen. Dein fucking Ernst, serious? Nein, natürlich nicht. Ich lass mich ja auch gerne beleidigen und runterziehen. Ey, da war ein Nordwind. Hier zum Missionsfick. Die Spieler warten auf dich. Warum kann ich dich nicht ziehen? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn du da drin steckst in dem Extraktionspunkt, dann kann ich nicht ziehen. Ich glaube, den Troll haben sie weggemacht. Wisst ihr was? Komm Rot, fang dich. Was macht denn der da? Komm. Was ist das denn? Bisschen Mönch, hier, komm, ich mach dir das Cutter. Was machst du? Alter, jetzt wollte ich gerade nichts machen, ihr Schweine. Block raus. But many more depends on your survival to die. Ja, da kommt noch die Mission, wo wir den Boss killen müssen und dann müsste er auch so weit durch sein. Ich hab keine Ahnung, echt. Ich weiß nur, dass die... Gibt grad Nitain-Extrakt, Merkur. Oh, müssen wir machen. Aber erstmal will ich mir wieder was einsetzen. Ja, du brauchst deine Dinge sekundär, Dings, blups. Alter, ey Brody, ich hab den nur überholt, obwohl ich als letzter losgerammt bin. Ey, ich hab mich ja, schnell auf. Ja, Merkur, du hast ja schon Elite-Tropfen lokalisiert. Nein, ja, lasst euch vielleicht, lasst euch Zeit. Wie ihr meine Titus ist wieder verbuggt, dann. Meinst du in der Ecke und nimm wieder den Angstrom? Wenn ich nicht so wieder mit schreie eh nur mit dem Schwert rum. Nee, aber ich muss schon sagen, in der Gruppe macht das Game echt Fun. Wenn ich sage, alle Spiele kotzt mich das Game eher an. Was cool ist beim Loki, wenn du stirbst, dann kann ich dich auch aus den Gegnern rausziehen. Mhm. Dann wiederbeleben halt. Das, was ich gerade gesagt habe, das dürfte ich niemals der Rebecca erzählen, ey. Ich würde mit. Warum? Ja, weil die Rebecca eine kanadische Moderatorin ist und Community Managerin von Warframe. Ich treffe die eigentlich jedes Jahr auf der Gamescom. Die Alte ist einfach dann jedes Mal sowas von fucking happy, wenn die mich sieht. Ne? Und mein Bruder. Das glaubt ihr nicht. So, glaub ich doch nicht. Aber es ist ein Kanadier, den muss man nicht verstehen. Ja, ich habe die.
Cousine von meinem Vater kommt und lebt in Kanada. Ich hab sogar Videobeweis. Ja, ich keine Beweise haben. Jeder 14-Jährige hat heutzutage Videobeweis. Scheiß WhatsApp-Generation. Wo müssen wir denn hin? Der zeigt mir immer was anderes an. Ah, da hin. Oben, ne? Jo. Auslöschung oder was ist das hier? Einfach nur Köln. Ja, meine ich Auslöschung. Aber meine mit dem Schwert, ich hab so ein Ding. Weißt du, ich halt einfach mal so durch, ne, Fuse? Kennst du das noch? Ja, ja. Die. Lauf, lauf, lauf. Ey, du machst ja eh Dingens hier, alles platt mit deinen. Ich muss auf die Dinger hier springen. Ey, du kannst da hoch mit Steuerung Klärtastensprung einfach. Du musst in die Richtung gucken und dann springt er genau in die Richtung halt auch hin. Also kannst du nach oben, nach unten und sowas. Ja, hab ich schon gehabt. Ja, das ist der Boost Jump halt. Und dann kannst du immer mit Shift auch kombinieren halt, ne? Ja, einfach Shift-Steuerung, Shift-Steuerung. Das hab ich auch schon gecheckt, das ist geil, das sieht echt cool aus. Ja, so ja, kannst du dich halt übelst schnell. Mit Dings, ja. Der und dazu kannst du mal Rechtsklick rein kombinieren, das weißt du auch, ne? Hä, was kannst du? Na, ja, mit dem, ach, Rechtsklick, ja klar. Dings, ja, ich so weiß, aber er vielleicht nicht, deswegen. Ja, doch, das habe ich auch schon, wo der dann den Zeitlupen-Schuss-Jump dann macht. Genau. Das im Nahkampf gesagt, ist das auch sehr gut, weil du einfach gerade fliegen kannst dadurch, ne? Also du kannst dann deine Flugbahn dadurch auch ändern. Ja, ja. Was wie wir das früher genannt haben, mit denen ich das früher immer gespielt habe, die haben das immer den Max Payne Modus genannt. Oder sagen wir mal. Ja, ist ja, so. Den Max Payne Style. Ey, ich hab jetzt 3.500 Schaden erstmal, die Viecher halten ja gar nichts aus. Nee, tun sie auch nichts. Alter, ich hab grad mal 3,6. Ey, hier Damage. Stirbt einfach alles per One-Shot. So. Ja. Ja, ne? Ich will auch verletzen. One-Shot killen. Ey, ich kommt muss, noch. Ich kommt noch, kommt noch. Ich muss mir die Guides einfach angucken. Normalerweise bin ich so ein übelster Junkie. Da brauchst du keine Guides für, das ist relativ selbsterklärend alles. Ja, nee, aber. Sobald du das einmal rausgekriegt hast. Ja. Du brauchst keine Guides, du brauchst Mods. Ja, hast, ist so, du brauchst Mods. Muss ja farmen einfach. Kannst du ja Guides angucken, wo du die Mods herkriegst. Genau. Nee, was ich Energie meine, weg. Ist einfach normalerweise, bin Hass. Ich innerhalb von ein paar Tagen, bin ich schon wissend, kann man sagen. Und jetzt, keine Ahnung, in den letzten Tagen, weil ich so vollkommen quer durch spiele, schaue ich mir einfach keine Guides, nichts mehr an. Und das rastet irgendwie, oder? Brauchst du auch am Anfang nicht. Kratzt innerlich an mir, dass ich einfach meinen eigenen Stil vernachlässige. Weil du eine Uhr bist. Was? Ja, Hauptsache, ich guck mich um, mein Warframe tut dasselbe wie ich. Was? Ja, mein Warframe und ich haben gerade dasselbe getan. Umgekippt? Nee, Loki hat uns geteleportet. Ich hab dich nicht teleportet, ich hatte gar keine Energie dafür. Das macht auch ein Gegner. Okay, genau, es gibt Gegner, auch Gegner, die das können. Dann hat der Gegner mich geteleportet. Jetzt hab ich's getan. So, hier, jetzt meinst du, was ich da mach? Warte mal, wo bist du? Wo ist er? Da, guck mich an, Ripprodder. Guck mal, das mach ich. Ja, das Capoeira-Style. Was? Das ist ein. Nein, das ist eigentlich ein Glimpsnarter. Ja, aber das ist eigentlich ein Kata aus, wenn du. Ich weiß. Das ist aber in Karate, nicht in anderen. Das ist nicht unbedingt Kampfsport. In Taekwondo heißt das Tull. Frag mich nicht, wie das in Dingens heißt. Mal ganz ehrlich, wen interessiert das? Ja. Wissen. Woher wisst ihr das? Wo kann ich nicht teleportieren? Kampfsport. Woher doch, wisst Alter. Ihr sowas? Ich hab selber Taekwondo gemacht. Ja. Achso? Okay. Hey Digga, nächste Mission. Ich kann dir mal ein Foto von heute und von damals zeigen. Dann fragst du dich echt, was ist passiert. Ich sehe mittlerweile wie das Vierfache von mir früher aus. Bin ich irgendwo her. Ich auch. Ja, aber ich bin wieder dabei abzunehmen. Also, ich bin dabei, kräftig dabei zuzunehmen und weiß nicht warum. So,
Ey, cool. Mach mal eine ganz kurze Pause, ich muss mal eben auf Toilette. Nein,